Hallo und willkommen bei Unboxing Power. Heute zu einem weiteren Tutorial. Und zwar geht es um das Thema Retro-Videospiele, reparieren, basteln, ja, Schrauben. So in der Art, ja. Wir haben jetzt ein Game Boy Classic oder Game Boy Color Spielmodul, bei dem die interne Batterie leer ist. Das heißt, die Spielstände, die man speichern möchte oder die man speichert, die gehen verloren. Die können einfach nicht mehr gespeichert werden. So, das heißt, ja, man nimmt zum Beispiel dieses Pokémon-Spiel, spielt 2 Stunden am Stück, speichert das Ganze ab, weil Pokémon eben ein langwieriges Spiel ist. Und wenn man das nächste Mal den Game Boy einschaltet mit diesem Spiel, dann hat man wieder ein leeres Modul, was Speicherstände angeht. Denn man ist im Hauptmenü und kann nur ein neues Spiel wählen. Das Gespeicherte ist einfach nicht gespeichert. So, dafür gibt es diese Ersatzbatterien, die kann man bestellen. Ich zeige gleich mal, was da für ein Unterschied bestehen kann. Und zwar gibt es diese Batterien hier, die haben so 2 Ärmchen dran. Einmal festgeschweißt am Minuspol und einmal festgeschweißt am Pluspol. Dieses sollte man nehmen, die Batterien mit den Ärmchen dran. Denn es gibt natürlich auch einfache Knopfzellen, einfach blank ohne diese Blechstücke dran. Aber der Nachteil ist, Lötzinn hält nicht gut auf diesen Flächen der Batterie. Wenn man dann selbst versucht, irgendwie die Batterie festzulöten, dann kann man zwar die alten Kontakte nehmen von der alten Batterie, aber man kriegt die Kontakte eben sehr, sehr schwer mit der Batterie verbunden. Deswegen sind die hier geschweißt. Ja, in der Fabrik punktgeschweißt. Das hält super. Und sowas sollte man nehmen. Haben 3 Volt. Und hier diese Größe gibt es auch unter dem Namen zu kaufen. Ja. Die Batterie brauchen wir. Wir brauchen einen sogenannten Game Bit, den kleineren von den beiden. Das ist hier so ein Blumenmuster. Das hat nämlich hier hinten auch die Schraube des Moduls. Gibt zwar irgendwelche Tricks von wegen Kugelschreiber schmelzen und hier drauf drücken und wenn er hart ist, kann man die Schraube aufdrehen, aber ja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich habe mir gleich diesen Gamebit Schraubendreher hier besorgt und mit dem geht's einwandfrei. Ich habe da keine Gebastels und keine Gefahr, dass mir irgendwas abbricht. So. Ein Modul mit leerer Batterie, ein Gamebit oder ein Gamebit Schraubendreher. Gibt es hier die dünnere Variante oder auch die dickere. Die dickere ist allerdings für Nintendo 64 Konsolen zu öffnen zum Beispiel. Ja, wir brauchen den kleinen. Dann haben wir hier Lötzinn. Möglich, dass der Lötzinn, der auf dem Modul ist, wo ja die alte Batterie jetzt festgelötet ist, dass der mir ausreicht. Aber ich lege mir hier trotzdem frischen Lötzinn bereit, falls ich dann ein bisschen noch nachfüllen muss sozusagen. Und hier einen funktionsfähigen Lötkolben, am besten mit einer Spitze, anstatt mit einer, ja, mit einer Spitzenspitze. Und nicht mit einer flachen wie beim Schraubendreher. Die gibt es auch häufig, sind aber in dem Fall nicht so gut geeignet. Ja, der Lötkolben ist hier auch schon vorgeheizt. Der müsste eigentlich auf Temperatur sein. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Ich zeige euch, wie das Ganze geht. Und zwar nehmen wir erstmal das Gameboy-Modul, drehen es auf die Rückseite und widmen uns der Schraube. Die wird einfach, wie ganz normale Schrauben auch, nach links gegen den Uhrzeigersinn aufgedreht. Die Schraube gut aufheben. Ich meine, man kann das auch am Ende mit Tesa zukleben, das Spiel, das Modul.
aber ist eben sehr unschön. Wir drehen es wieder auf die Frontseite und ziehen das Cover nach unten, also den vorderen Teil nach unten ziehen, gerade so ein kleines Stück, denn da ist so ein Einrastmechanismus, und dann können wir die Frontblende des Moduls, des Covers sozusagen abnehmen und sehen hier die Platine. Das ist die besagte Batterie, die ist in dem Fall wie gesagt leer, ist eben auch schon recht alt, ja, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Weiß nicht, ob das hier irgendwo mit drauf steht. Bei manchen Modulen steht ja ein Baujahr mit drauf. Aber ja, Game Boy Classic, Game Boy Color ist eben schon eine Zeit lang her. Batterie leer. So, man kann das auch hier rausnehmen. Das ist dann die Rückseite des eigentlichen Moduls. Brauchen wir gerade auch nicht. Und hier haben wir, wie gesagt, die Batterie mit diesen zwei festgelöteten Punkten. Wichtig ist, auf Plus und Minus zu achten bei der Batterie. Hier haben wir ein Minuszeichen und das geht hier auf der Platine ans Minuszeichen mit Hilfe von diesen Kontaktstreifen. Und hier drüben haben wir Plus, was zur Unterseite der Batterie zeigt. Manche Batterien haben einen Pluspol oben und diesen abgeknickten Balken haben sie dann Richtung Pluspol. Da muss man halt wirklich drauf achten. Und in dem Fall ist es wirklich auch so, die Batterie hier hat Plus und Minus genau andersherum wie diese, aber das ist kein Thema. So, dann lösen wir mal die Batterie von ihrer Platine. Und zwar mit dem Lötkolben einfach das Lötzinn erwärmen. Das ist schon ein bisschen vorgewärmt, das war gerade schon mal flüssig, ist aber wieder hart. Das habe ich nur gemacht, dass das alles ein bisschen schon mal drauf vorbereitet ist, was jetzt gleich kommt. Und zwar packe ich mir hier die Batterie, richtig mit den Fingernägeln drunter fahren so ein bisschen, dass man da eine Spannung drauf hat. Und dann ganz vorsichtig den Lötzinn verflüssigen und dabei auch an der Batterie ziehen. Und dann löst sie sich hier ab. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen fest. Da gehen wir vorsichtig nochmal zwischen rein mit Lötkolben. Und schauen, dass der Kontakt hier unterbrochen wird, die Verbindung. Ja. So, so sieht das Ganze dann nun aus. Der erste Pol ist gelöst. Und jetzt haben wir hier noch die zweite Verbindung. Und dann machen wir das Ganze einmal umgedreht, auch wieder die Batterie in den Händen, also zwischen Finger festgehalten und mit den restlichen Fingern ein bisschen das Modul fixieren, dass man beides ein bisschen flexibel bewegen kann, aber halt noch in der Hand hält. Nicht, dass hier was runterfällt, das Modul zum Beispiel, und dann beschädigt wird oder so. Jetzt müssen wir hier den Lötzinn auch verflüssigen. Und schon ist die Batterie, die alte leere, ausgebaut. Das ist dann dieses gute Stück. Und hier haben wir die reine Platine, das reine Gameboy-Spiel ohne Batterie. Und da bauen wir jetzt die neue ein. Wie gesagt, auf der Platine ist Plus und Minus gekennzeichnet. Es ist relativ unauffällig, gerade das Pluszeichen. Aber wer ein bisschen drauf achtet, der sieht es schon. Und dann schauen wir jetzt darauf, wo bei dieser Batterie Plus und Minus rausgeht. Plus geht jetzt auf dieser Seite raus und Minus dann auf dieser Seite. Und wir haben auch hier unten keine Kontaktfläche oder sowas. Das heißt, im Prinzip ist es egal, ob das die Batterie so rum oder so rum hier drauf liegt. Jetzt schaue ich, dass ich den Pluspol Richtung Pluspol setze. Und den Minuspol an den Minuspol hier auf der Platine und erwärme dann erstmal eine der beiden Stellen. Sollte schon ziemlich mittig drauf sitzen auf den Kontaktflächen und dann den Lötzinn
durch den Kontakt, also mit dem Kontakt zusammen erwärmen, dass sich das ein bisschen verbindet. Das ist jetzt noch nicht richtig fest, aber es ist zumindest mal fixiert, damit ich dann auf die andere Seite gehen kann. Dann mache ich das Gleiche. Ich halte den Lötkolben, also die Spitze, auf diese Kontaktfläche der Batterie, damit sich das gleichzeitig mit erwärmt. Ja, und das Lötzinn da runter dann erst schmilzt, wenn die Kontaktfläche auch heiß ist. Denn dann verbindet sich das auch gleich besser, das Lötzinn mit der Kontaktfläche. Kann man zwischendurch mal ein bisschen reinfahren in das Lötzinn, damit es auch richtig flüssig wird. So, jetzt haben wir beide Punkte fixiert. Ist aber so jetzt nicht richtig fest, weil die Oberseite nicht bedeckt ist mit Lötzinn. Das heißt, ich nehme hier von meinem Lötzinn noch ein bisschen was mit dazu. Und schmelze das hier drüber über die Kontaktfläche. Ist teilweise nicht ganz so einfach, weil die Kontaktfläche ist kalt und das Lötzinn ist heiß und dann verbindet sich das nicht richtig. Aber man kann hier so eine kleine Lötkugel draufsetzen. Das geht meist recht gut. Und dann einfach die Kontaktfläche nochmal erwärmen. Denn wie gesagt, wenn die kalt ist, dann kriegt das hier mit dem Lötzinn keine richtige Verbindung. So, jetzt haben wir einen dicken Lötpunkt direkt auf der Kontaktfläche, der auch am Rand schön verbunden ist mit der Platine. Und das Gleiche machen wir dann hier auf der Seite. Wie gesagt, Kontaktfläche ruhig ein bisschen erwärmen. Das hilft dann schon, dass sich das alles besser verbindet. Die haben jetzt auch so einen schönen Lötknubbel, sage ich mal. Einen schönen Klumpen aus Lötzinn. Aber die Verbindung gefällt mir noch nicht so gut. Das hat sich einfach mit leichtem Antippen und Rüberschieben hat sich das schon erledigt. So kann man das lassen. Und zwar sehr schön verbundene Lötstellen. Das ist auch stabil so. Also das Modul kann auch mal runterfallen oder irgendwas. Der Kontakt hier löst sich vorerst mal nicht. Also die nächsten Jahre. Die Batterie taugt auch jetzt mal für ein paar Jahre wieder. Und wichtig, wie gesagt, der Pluspol und hier der Leiter, dass das hier zum Pluspol am Modul zeigt. Und der Minuspol, der hier unten rausgeführt wird, in dem Fall, dass der am Minuspol an der Platine anliegt. So, jetzt kann man das Ganze, ja, ich wollte sagen abkühlen lassen, aber wenn ich jetzt hier drauf fasse, ist das schon wieder fast kalt, also nur noch ganz, ganz leicht eine Wärme spürbar. Das ist bei Lötzinn, ja, innerhalb von ein paar Sekunden hat sich das erledigt. Also da ist nichts mit trocknen lassen oder lang abkühlen lassen. Schnell die neue Batterie drauf gelötet. Das Ganze wieder verschlossen, ordnungsgemäß. Natürlich im schönsten Fall mit dieser Originalschraube. So. Schön anziehen. Und dann ist dieses Modul quasi aufbereitet, also es ist wieder fast wie neu, denn es speichert wieder Spielstände. Das Ganze muss ich natürlich jetzt testen, direkt an dem Gameboy, aber da das bei Pokémon erstmal eine Zeit lang dauert, bis man da diese Anfangsgespräche durchgesäppt hat und dann endlich mal zum Speichern kommt, ja, mache ich das jetzt im Anschluss an dieses Video, werde das ausprobieren.
ist jetzt die zweite Batterie, die ich gewechselt habe bei einem Gameboy-Modul. Bei der ersten hat es einwandfrei funktioniert. Das speichert tadellos die Spielstände. Und ja, bin zuversichtlich, dass bei dem hier auch alles in Ordnung ist. Die alte Batterie bitte ordnungsgemäß entsorgen. Gibt es im Einzelhandel immer wieder so Boxen, wo man alte Batterien reinwerfen darf. Die dürfen nicht in den Hausmüll. Und sonst, ja, war es das von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und vielleicht konnte ich euch weiterhelfen bei eurem Problem mit nicht speicherndem Gameboy-Modul. Es ist, wie gesagt, wirklich nicht schwer und es ist recht zügig erledigt. Wie gesagt, Lötkolben, Lötzinn, Ersatzbatterie, das betreffende Modul und dieser Gamebit. Und ja, vielleicht, sagen wir mal, 10 Minuten Zeit. Beim ersten Mal vielleicht eine Viertelstunde. Ja, gar nicht so schwer. Das war's von meiner Seite. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye bye.